Einen schönen guten Abend und damit herzlich willkommen zu Brisant. Nachdem ein 14-Jähriger gestern in einer Schule und auf einem Sportplatz wild um sich geschossen hat und am Abend von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen wurde, dreht sich heute alles um die Frage, wie ist er an die Waffen gekommen? Eines scheint nun klar, die Pistole, mit denen der Achtklässler herumgeschossen hat, sind von seinem Vater. Was wollte der 14-jährige Christian erreichen, als er in der Lindenschule in Memmingen um sich schoss und die Waffe gegen sich selber richtete? Und wie kommt ein Schüler an scharfe Waffen? Das war heute das zentrale Thema bei der Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft. Die Tatwaffen waren, soweit jetzt ersichtlich ist, gesichert in einem Tresorraum. Der Junge hat offenbar die Sicherung, die vor dem Tresor vorgeschaltet war, überwunden. Waffenexperten bestätigen Brisant heute, dass die elektronische Sicherung in der Regel nur durch das Ausspähen des Zahlencodes geknackt werden kann. Der Schulleiter kann sich das aggressive Verhalten des Jungen nicht erklären. Der Schüler ist ein ganz normaler 14-jähriger Junge mit den Problemen, die 14-Jährige haben. Unauffällig, weder in Gewaltdingen überhaupt nicht. Warum aber greift ein angeblich ganz normaler Junge zur Waffe und versetzt eine ganze Schule in Panik? Die Mitschüler scheinen den Grund zu kennen. Seine Freundin soll beim sozialen Netzwerk Facebook ihren Beziehungsstatus auf Single geändert haben. Mit anderen Worten, sie hat Schluss gemacht. Wenn jemand zu so Taten neigt, ist es sicher nicht sehr emotional gefasst, sondern sicher eine Ausnahmesituation. Da sind manchmal Taten da, die vielleicht nicht rational zu beschreiben sind. Um 12 Uhr gestern Mittag beginnt das Drama in der Lindenschule. Der Achtklässler fuchtelt im Gebäude mit mehreren Waffen herum, dann ballert er los. Die Mitschüler laufen in Panik davon. Zwei Schüler haben einen Mitschüler der 8. Klasse beobachtet, wie er mit zwei Schusswaffen hantiert hat, wie er dann einen Schuss abgegeben hat. Die haben dann den Schulrektor informiert und der hat dann die Polizei verständigt. Während die Polizei mit den Spezialkräften des SEK anrückt, läuft in der Lindenschule alles genau so, wie der Alarmplan es vorsieht. Der Rektor hat sehr gut reagiert. Er hat dann die Schüler oder die Lehrer aufgefordert, das Klassenzimmer nicht zu verlassen. Die haben sich im Klassenzimmer eingeschlossen. Es wurden konzentrierte Polizeikräfte hierher geschickt vor Ort. Die haben dann das Gebäude sofort betreten. Im Laufe des Nachmittags gibt es Entwarnung. Der bewaffnete Schüler ist nicht mehr im Gebäude. Die verängstigten Schüler und ihre Lehrer können erst mal aufatmen. Zur Tatzeit waren etwa 280 Schüler in der Schule. Die wurden dann mit Bussen zu Sammelplätzen verbracht, wurden dann dort notfallseelsorgerisch auch durch das Kriseninterventionsteam entsprechend betreut und werden dann im Nachgang an die Eltern entsprechend übergeben. Verletzt körperlich wurde Gott sei Dank niemand. Doch dann fallen Schüsse auf dem Sportplatz. Dorthin ist der 14-Jährige geflüchtet. Immer wieder richtet er seine Waffe auch gegen sich selbst. Sie haben es ja selber hier auch gehört, dass eine Vielzahl Schüsse gefallen sind. Der Täter war zumindest im Besitz zweier scharfer Schusswaffen. Außerdem hatte er eine Schreckschusspistole. Nachdem er endlich aufgab, wurde er gestern in die Jugendpsychiatrie eingewiesen und heute Nachmittag von einem Haftrichter vernommen. Seit 1990 wurden in Deutschland 120 Menschen durch Sportwaffen getötet. Auch wenn diesmal kein Mensch zu Schaden kam, nach dem Amoklauf von Memmingen wird die Frage nach der Sicherheit jetzt wieder neu gestellt. Alle scharfen Waffen müssen endlich raus aus den privaten Wohnungen. Das forderte heute Grünen-Chefin Claudia Roth. Der Deutsche Schützenbund lehnte jedoch eine weitere Verschärfung des Waffenrechts umgehend ab.